Beshem Hashem Naaseh Natzliach. Wir sind in Buch Melachim Bet, Kapitel 9. Wie wir schon gesagt haben, der letzte Shiur, kurze Wiederholung, weil das ist die direkte Fortsetzung von dem vorigen Kapitel. In der letzten Shiur haben wir gelernt, wie Joram, der Sohn von Achav, er und Achaziau, der Sohn von Joram, von Jehuda, sie haben begonnen, einen Krieg zu machen gegen Hazael, der König von Aram. Und der Hazael, der König von Aram, die Aramim, sie haben den Joram getroffen in Ramot Gilad. Er ist gegangen nach Israel, um dort zu sich zu kommen. Er ist noch krank geworden dort wegen seiner Verletzungen. Achaziau, er geht ihm zu besuchen. Schauen wir jetzt, was der 9. Kapitel uns erzählen will. Ve'elisha Anavi, kara le'echad mi b'nei Anavi'im. Elisha Anavi, er hat einen von dem Propheten gerufen. Die Kommentare sagen, wer ist diese eine Person? Jonah Hanavi. Ich muss da kurz stoppen. Eine Sache. Wir kennen alle Buch Jonah. Ja, Buch Jonah lesen wir immer in Yom Kippur. Wir alle kennen schon die Geschichte. Ja, Jonah wollte nicht die Ninive zurechtweisen. Warum? Und alles haben wir schon dort gesehen. Aber Tachlis, wir kennen Jonah nur von dieser Perspektive. Wenn du sagst, die Leute, wer ist Jonah? Ah, Jonah und Ninive. Aber wir haben schon öfter ihn gesehen. Wir haben schon öfter über ihn gelernt. Hier zum Beispiel, wo er schon erzählt. Oder davor mit dem Axt, was runtergefallen ist, ja, ins Wasser. Ja, noch eine Sache, das, was Eliyahu Navi noch weiter gerettet hat, überlebt hat, ja. Das ist diese Person, das ist Eliyahu Navi. Jonah ben Amittai, Jafemod. Und was Elisha gemacht hat, das ist Habakkuk Navi. Wir finden schon viele, viele Sachen über Jonah Navi. Er will noch immer kommen. So. Elisha Navi kara lechad mibnei Anavim. Er ruft Jona und er sagt ihm, Vayom Elo, hagor motnecha vekach parcha shemen azeh biyadecha. Geh jetzt schnell und bereite dich vor, natürlich mit deinem Gürtel, aber geh jetzt, lauf schnell, nimm den parcha shemen, einen kleinen Krug von Öl, biyadecha, velech Ramot Gilad. Geh jetzt nach Ramot Gilad. Was gibt's dort? Uvata shama ur'e sham Yehu ben Yehoshafat ben Nimshi. ובאת והקמותו מתוך יחב, והבאת אותו חדר בחדר. דו, das passt nicht so. Wir sehen da, dass die Könige in Eretz Israel, in Jehuda, Könige von Jehuda, die sind schon Reshaim geworden. Joram, danach sein Sohn, Jehoram, danach sein Sohn, Achaziau, Götzendiener, wie Achav, es kann nicht mehr so sein. Deswegen, hol diese Krug von Öl und mach jetzt ein neuer König. Jemand anderer soll jetzt ein König sein über Jehuda. Wer soll dieser jemand sein? Jehu ben Yehoshafat ben Nimshi. Das ist diese Person. Jehu ben Yehoshafat ben Nimshi. Aber er wird jetzt mit seiner Gruppe sein. Wenn du jetzt gehst nach Ramot Gilad, du wirst ihn finden mit seiner Gruppe, mit seiner Clique. Er ist kein König. Er ist ein wichtiger Mann, ja, ein guter Mann, aber er ist kein Minister oder sowas. Und du sollst ihm sagen, komm zu mir bitte und hol ihn in einem Zimmer, was in einem Zimmer ist. Also du sollst im Krönen verborgen, nicht das alles sehen. Warum? Wenn du es machst, ist es frontalisch gegen alle, man kann dich nachher töten. Der König von Juda wird dich nachher umbringen, er lebt noch immer. In der Lebzeit von Joram, der Sohn, Entschuldigung, in der Lebzeit von Achaziau, wir reden da über Joram, der Sohn von Achav, ja, was verletzt wurde. Und Achaziau könnte dich töten, weil du gegen ihn bist. Du wirst jetzt dein neuer König machen. ולקחת פח השמן ויצקת על ראשו, אוקיי, שוטה דסאול אוף סנים קופף, ואמרת, זאת סטויים זאגים. כה אמר אדוני, משחתיך למלך אל ישראל, דו ביסס דנוי הקוניג אוף ישראל. ופתחת הדלת ונסת ולא תחכה. אבל אנחנו, נחדם דו גמחת, אופנה דיטויה, לאוף שנל וק. דמית מנדיך נית שטאפט. ומנדיך שנאפט, כמה נדיך טוטן. מחש שנל וגרס, גבק. וילך הנער, דבו שאיסט גגן, נער אבסט, אבל נכת נער, אבל ואין דצייט יצט, אבל ובושן, שנל שנל זכן מכן, ושור, אבל אוכל צודי זה צייט, זה היונה הנביא. הנער הנביא רמות גלעד. הנער הנביא רמות גלעד, ואומר נכון, אבל הנער הנביא. זונן, ואין אבל אוכל פרופט, יונה הנביא. ונד אין נוך ויתרי פרופט, צאונגן גזקט, צודם כן, צו יהו בן אמשי. Und was ihm nicht Elisha gesagt hat. Elisha sagte zu ihm, sag ihm das und das und das. Also du wirst jetzt König sein auf Israel.
Aber er hat ihm noch weitere Sachen gesagt. Okay, der Jonah ist gekommen und er sieht jetzt die Sarei Achail. Sarei Achail, die Ministern. Vayomer, Sarei Achail, das ist Sarei Zava, ja, also Ministern, die aber von Kriege. Vayomer, davar li elecha asar, ich möchte mit dem Minister sprechen. Jetzt, es gibt eine Gruppe von Menschen. Vayomer Jehu, el mi mekulano. Zu wem willst du genau? Wer sagt es? Jehu, diese Person. Zu wem willst du genau? Vayomer elecha hasar. Ich möchte mit dir sprechen, Jehu. Vayakom vayavo abaita. Okay, er ist gegangen jetzt in einem Zimmer, noch in einem Zimmer rein, dass es verborgen sein soll. Vayitzok Hashemen el Rosho. Er hat ihn mir gesalbt. Vayomer lo, ko amar Adonai lo Israel. So sagte mir Hashem. So sagte Hashem. Meshachticha lemelech el am Adonai el Israel. Ich habe dich jetzt gekrönt für Am Hashem auf Israel. Warum El Am Hashem? Du bist jetzt der neue König, weißt du warum? Nicht nur, weil du stark bist oder weil du schön aussiehst oder weil du reich bist, nein. Du bist jetzt der neue König, weil die anderen Könige haben schon begonnen, Probleme zu machen, Götzen zu dienen. Deswegen, du sollst dein El Am Hashem, König El Am Hashem Davka. Also mit Akadosh Baruch Hu sein. Veikita, das ist jetzt die neue Prophezeiung, was er bekommen hat, Jonah ben Amittai. Veikita et bet Achav Adonecha, du sollst jetzt töten das Haus von Achav. Zuerst, wer soll das sein? Joram, der Sohn von Achav. Er ist jetzt verletzt, aber ihm sollst du umbringen. Und danach alle anderen. Venikamti demei avadai aneviim und demei kol avdei Adonai miad Isabel. Und hab keine Angst, ich werde nachher... Du wirst es schaffen und somit ist es die Rache gegen was sie gemacht haben, weil sie getötet haben alle Propheten, alle Tzadikim, alle Diener von Akadosh Baruch Hu. Und deswegen, das ist gut, was du denen machen wirst. Ve'avad kol bet achav, ve'ichrati le'achav mashtim bekir. Alle Burschen wirst du umbringen, ve'atzur ve'azuv, alle Vermögen von denen werden jetzt dir gehören bei Israel. Also ich werde alles vernichten, ja, ihre Vermögen und alles, all ihre Burschen dort werde ich alle vernichten. Wenn er tatiert bet Achav kevet Jerovam ben Nevat uch bet Baasha bet Achiah. Das Haus von Achav wird so aussterben wie das Haus von Jerovam ben Nevat, wie das Haus von Baasha ben Achiah, wie sie auch vernichtet wurden. Wenn Isevel, die Frau von Achav ist noch nicht mehr da, er ist schon gestorben, aber die Frau von ihm, sie lebt noch. Yochelu akelavim bechelek Israel ven kover. Die Hunde werden sie fressen, ihre Leiche. Und niemand wird sie nachher begraben können, weil man sie gefressen hat. Nachdem er das gesagt hat, er geht weg. Er läuft schnell weg. Jehu, er geht jetzt, nicht vergessen, er ist jetzt unter die Herrschaft von Joram. Und er geht zu denen und er sagt, einer von denen fragt ihn, du, alles ist gut? Hat er dir eine gute Prophezeiung gesagt? Warum ist gekommen dieser Meshuga, der Verrückte zu dir? Warum Meshuga? Weil die Propheten von damals, das haben wir schon öfter gesagt, die Propheten, immer wo sie Prophezeiung bekommen haben, sie haben sich schon verhalten wie Verrückte. In Ohnmacht gefallen oder plötzlich ihre Kleidung ausgezogen, wie bei Shaul HaMelech. Ja. Wir haben schon gesehen, die Sachen fallen in Ohnmacht. Das hat Gott auch gesagt, gemacht bei starken Propheten, dass während dem Schlafen werden sie bekommen die Prophezeiung. Weil wenn nicht, die können es nicht mehr ertragen, diese spirituelle Sache, dass sie werden runterfallen. Deshalb hat man sie benannt, Meshuga, die Verrückten. Vayomer aleim, atemet ha'ish ve'tzicho. Na, ihr kennt diese Person. Ihr kennt doch ihn, dass er redet immer, ja. Aber er sagte mir nicht etwas Besonderes. Er lügt sie an. Er sagte mir nicht etwas Besonderes. Nicht etwas Besonderes, hat dich jetzt gekrönt als König. Vayomeru sheker, hey, du lügst uns an. Er sagte dir schon etwas Wichtiges. Haged nalanu, sag uns das. Vayomer, okay, er hat schon gesagt, kazot vechazot amar elai lemor. Ko amar Adonai mishachticha lemelech al Israel. El Israel. So und so sagte er mir, er sagte im Namen Gottes, ich werde jetzt der neue König auf Israel sein. Jetzt, die sind die Diener von dem König Tachles. Was würden sie machen? Entweder auf ihm auslachen oder ihn töten. Aber schaut, weil Akadosh Baruch Hu es entschieden hat. Vayimaru vayikhu ish bigdo vayasimu tachtav el gerem ha-ma'alot. Sie haben ihre Kleidung, alle ihre wichtige Kleidung ausgezogen und auf dem hohen Stufe, was es dort gab,
haben sie dort gelegt ihre Kleidung und er ist gesessen darauf, um zu zeigen Respekt. Du, all unsere Kleidung, wir sind unter dir. Wenn er dir gesagt hat, wenn der Prophet gesagt hat, du bist der neue König, wir glauben daran, okay, du bist der neue König. Starke Sache. Weit Keoba Shofar, sie blasen den Shofar, also jetzt nicht etwas Offizielles. Vayomeru Malach Yehu, jetzt Yehu ist der neue König auf uns. Weit Kasher Yehu ben Yehoshaphat ben Nimshi El Yoram. Yehu ben Yehoshaphat ben Nimshi, er macht jetzt eine Revolution gegen Joram und deswegen hat begonnen jetzt viele Soldaten zu sich zu nehmen. In Ramot Gilad. Vayoram hayashomer beramot Gilad. Joram ist noch immer geblieben in Ramot Gilad zu dieser Zeit. Hu vechol Israel pnei Hazael melech Aram. Nicht vergessen, Joram ist verletzt, aber er ist noch immer in Ramot Gilad, weil er passt auf, dass Hazael von Aram, von oben, er wird jetzt nicht kommen und sie vernichten. Vayashov Yehoram HaMelech leitrape b'Israel. Aber wir haben schon gelernt, das war normalerweise. Normalerweise er war in Ramot Gilad. Aber jetzt, das ist die direkte Fortsetzung von dem vorigen Kapitel, er wurde verletzt im Krieg. Und deswegen, weil er verletzt wurde, er hat verlassen jetzt Ramot Gilad und er ist gegangen nach Israel. Minamakim asher yaku aramim bilachamot chazal melech aram. Vayomer Yehu, sagt jetzt Yehu zu seinen Personen, im yesh nafshechem, al yetze palit min ha'ir, lalechet lagid beYisrael. Wenn ihr wollt wirklich, dass ich dein neuer König sein werde, geht jetzt nicht raus von der Stadt Ramot Gilad, um zu sagen zu Joram alles, was Israel passiert. Also sagt jetzt nicht in Ramot Gilad, ja, also verlasst jetzt nicht Ramot Gilad und geht jetzt nicht nach Israel, um ihm zu berichten Sachen. Warum? Weil wir sollen ihn attackieren. Wenn wir die Stadt verlassen, er wird schon erfahren, dass wir die Revolution machen. Aber ich möchte ihn attackieren und überraschen. Vayirkav Yehu veilech Israela. Okay, alle jetzt, Yehu kommt jetzt mit seinen Soldaten nach Israel, wo der Joram ist. Ki Joram shochev shama. Vahazeh melech Yehuda yarad lirot et Joram. Und das haben wir auch schon am vorigen Kapitel gesehen. Achazeh, der König von Yehuda, auch ein Rasha, er hat ihn besucht, auch dort in Israel. Er hat besucht seinen Freund Joram. Vatzofeh omed al amigdal beYisrael. Auf einem hohen Turm. Es gab dort einer, der geschaut hat, ja, so mit der Fernrohr von damals. Er hat immer geschaut, falls Soldaten kommen. Vayaret Shifat Yehu bevo. Plötzlich sieht er die Truppe, also eine Gruppe von Soldaten von Yehu. Er weiß, dass es von Yehu ist. Bevo, vayomer Shifat ani roeh. Ich sehe da eine Truppe. Vayomer Yehoram kach rakav ushtach likratam vayomar ha-shalom. Eine Gruppe von Soldaten. Sagt der König zu ihm. Also er sagt es dem König. Der König Yehoram sagt jetzt zu ihm, er ist auf dem Bett, er ist krank. Krank wegen seiner Verletzungen. Er sagt, schick jetzt ein Bote dorthin, um zu wissen, warum kommen sie zu uns, diese Gruppe von Menschen. Gibt es Frieden, ja oder nein? Gibt es Probleme? Okay, der eine reitet, Likrato. Er sagt, hey, der König hat mich geschickt, um zu fragen, ob alles gut ist. Seid ihr mit Frieden gekommen oder für Krieg? Oder Frieden? Vayomer Yehu, Malecha und Shalom. Du, mach Patlecha, sagt der Yehu. Was brauchst du, diese Frieden? Mach Patlecha. So will er herein. Willst du echtes Frieden? Komm mit mir. Vayageda Zofe Lemor, Baha Malach, Adhem Veloshav. Und jetzt der nächste Mann, der schaut mit seinem Fernrohr, er sagt: Hey, wir haben geschickt doch eine Person, er sagt es zu dem König, wir haben geschickt eine Person zu denen, er ist nicht zurückgekommen. Problem. Weil ich lache Jesus Sheni. Okay, er sagt, okay, noch eine schickt er dorthin. Weil Yavo Alem, weil Yomer Koamar Amelech, Shalom. Weil Yomer Yehu, Malecha und Shalom. Selbe Sache. Kommt die zweite Person, hey, kommt sie mit Frieden oder für einen Krieg? Und er sagt zu ihm, mach Patlecha mit Shalom, komm zu uns. So will er herein. Und er ist auch bei ihm geblieben. Weil er geht dazu viel immer, Baad Alem, will er schaff. Wer Mina, Kemina, Gehu, Ben, Nimschike, Vishigaon in Hag. Jetzt. Er sagt, du, auch diese zweite Bote, er ist auch bei ihm jetzt geblieben. Aber warte, weißt du, der König, ich sehe diese Gruppe von Leuten, die zu uns reiten, das ist hundertprozentig Yehu ben Nimshi. Warum? Kim beshigaon inhag. Normalerweise, wenn du kommst mit Truppen oder mit Gruppen von Soldaten, man reitet schön, also mit einem Viereck oder man bildet eine Formation von der Gruppe. Aber er
Ihm ist alles egal, er reitet irgendwie. Er reitet hier, er reitet dort, ohne eine Formation von der Gruppe zu bilden. Etwas Ästhetisches, sehr von der Ferne zu sehen. Vayomer Jehoram Esor. Ah, wenn es so ist, ich muss selber persönlich zu ihm kommen. Hat schon verstanden. Vielleicht gibt es etwas, ja oder nein, ich muss selber das schon wissen. Vayesor Ichbo. Okay, man hat schon vorbereitet seine Kutsche. Vayetze Jehoram Melech Israel, Vahazeau Melech Yehuda Ichbo. Aber beide Könige gehen. Sowohl der König von Israel, Joram, was krank ist, und als auch der Ahaziau, ja, der König von Jehuda. Vayetzeu likrat Yehu vayimtzau bechelkat Navot Israeli. Und sie haben gefunden, wo? In Navot Israeli. Warum in Navot Israeli? Weil warum hat Achav, beziehungsweise das Haus von Achav, die Strafe bekommen? Weil Achav getötet hat Navot Israeli. Wegen seinem Feld. Vayhi kirot Jehoram el Jehu. Okay, Jehoram, der König, er sieht jetzt Jehu, diese neue Person. Er fragt ihn, Vayomer Shalom Jehu? Alles ist Frieden Jehu. Also er kennt ihn, er ist sein Minister. Vayomer, Maha Shalom. Wie willst du Frieden haben? Er sagt sofort, er könnte ihm anlügen. Ja, ja, es gibt Frieden und danach den Messer stechen oder sowas. Er sagte ihm zu ihm, nein, frontalisch. Was für einen Frieden sollen wir mit dir haben? Mit deiner Mutter Isabel, mit ihrer Hexerei, was sie macht, die schlimmen Sachen, was sie macht. Ihr müsst die Strafe bekommen. Da hat er schon verstanden. Oh nein, ja, was soll ich jetzt machen? Sofort möchte er zurückfahren. Zurückreiten. Vayafoch Jehoram Yada Vayanos. Schnell macht er seine Hände so, also die Seite, also für die Pferde, damit er nach hinten reitet. Zurückreitet. Vayomer el Achaziahu Mirma Achaziah. Er schreit jetzt, der König Jehoram schreit jetzt zu König Achaziahu Mirma Achaziahu. Was bedeutet Mirma? Er hat uns reingelegt, es gibt eine Revolution. Lauf schnell, ja, wir müssen jetzt schnell reingehen in die Stadt. Aber Vayehu mile yado bakeshet, Jehu ohne nachzudenken. Hat genommen Pfann und Bogen, mile yado bakeshet, vayachet Jehoram ben Zerav. Aber Jehoram ist vergessen, er ist schon so, auf der Seite. Und er hat ihn getroffen, genau auf seine Arm. Und das war so stark, weil er hat es stark angespannt. Vayetzeach etzim libo. Aber er ist gekommen, in seinem Herz ist es schon gestochen. Von der Arm bis seinem Herzen. Vayrab irchbo. Und er ist runtergefallen in seine Kutsche. Wie von Ägypter, ja, Kutsche. Und runtergefahren, gestorben. Jetzt. Warum aber warum genau zwischen die Ärmel und danach Herz? Weil, wir haben gelernt, noch hier am Anfang vom Buch, Jehoram, er hat Zinsen gegeben, also er hatte ausgeliehen Geld für die Frau von Ovadia. Ovadia, der Prophet und seine Frau, sie haben die Propheten gerettet. 100 Propheten, 50 in eine Hölle, 50 in andere Hölle. Und er braucht dabei Ernährung. Was hat er gemacht? Er hat ausgeliehen Geld von Joram, dem König. Zu dieser Zeit war er noch nicht König, er war der Sohn von Achav. Er hat von ihm ausgeliehen Geld, aber mit Zinsen natürlich. Und Hauptsache, er hat Geld für Essen für die Tzadikim, für die Propheten. Aber er hat es nicht geschafft, zurückzubezahlen. Er ist schon verstorben, der Ovadia. Seine Frau ist eine Witwe mit zwei Söhnen. Sagt Joram, bezahl mir die Zinsen. Ich habe nicht. Ich nehme deine Söhne jetzt zu Sklaven zu mir. Und danach haben wir gesehen, was passiert ist mit der Wunder. Ja, von wenig Öl ist viel Öl passiert. Haben wir schon gesehen. Weil du genommen hast, Kesef, Geld mit Zinsen ist verboten. Und du hattest keine Erbarmen gehabt. Deswegen hat man dich getroffen, genau auf die Arme, also Hand. Und weil du kein Herz hattest mit dem Söhne von, mit dem, wie heißt es, Yetomim, Waisenkinder von Ovadia, du wolltest sie als Sklaven zu dir nehmen, deswegen hast du auch die Strafe bekommen in deinem Herzen. Deswegen ist es passiert. Vayomer el bitkar shalisho, sa hashlicheu bechelkat sade navot Israeli, ki zechor ani va'ata et rochevim tzemadim achari achav arviv. Vadonai nasa alav et amasa haze. Er sagt jetzt, der Jehu, nachdem er gesehen hat, dass er gestorben ist, er hat gesagt zu Bitkar. Bitkar, da war der Minister von Achav, aber auch von jetzt der neuer König, von Jehu. Sagt jetzt Jehu ben Imshi zu Bitkar, der Minister, hol jetzt die Leiche von Joram, was wir jetzt getroffen haben, gestorben ist, und
schmeiß ihn weg, die Leiche schmeiße so, ohne Respekt natürlich, in Navota Israeli, im Feld von Navota Israeli. Mida keneged Mida. Warum? Weil, erinnerst du dich, noch vor einigen Jahren, du und ich, wir waren die Ministern von Achav. Und wir haben gehört, wie Akadosh Baruch Hu gesagt hat zu Achav, du wirst bestraft werden wegen der Sünde, was du gemacht hast mit Navota Israeli, dass du ihn umsonst umgebracht hast. Wie es Eliyahu Navi gesagt hat. Wir haben diese Nachricht gehört, weil wir waren hinter ihm. Deswegen, das ist Mida keneged Mida, Mas für Mas hat er bekommen diese Strafe. Für Navot und für seine Söhne. Wie seine Söhne? Laut einer Erklärung, er hat getötet sowohl Navot, der Achav, als auch seine Söhne. Deswegen, man tötet auch ihm und auch seine Söhne. Achav und seine Söhne. Laut anderer Erklärung, er hatte keine Kinder gehabt, also man hat sie nicht umgebracht, aber er könnte theoretisch Kinder bekommen, weil du ihn frühzeitig getötet hast. Ach, Av, deswegen auch deine Söhne tötet man. Wer ist dieser Sohn? Joram. Deswegen schmeißt ihn dort. Jetzt, wer ist noch immer geblieben? Der Achazia, der König von Juda. Er ist noch am Leben. Er ist weggelaufen schnell. Jehu sagt, nein, 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 du laufst nicht weg. Ich töte dich auch. Auch ihn sollte man umbringen, während er reitet. Kurz vor Ivleam, Vayanos Megiddo. Und man hat ihn getroffen in Ivleam, ja, also neben Maale Gur, neben Ivleam. Und er hat noch immer mit seiner Verletzung, der andere König, Achaziau. Er ist gegangen nach Megiddo. Vayamocham, und dort ist er gestorben. Wo ist es dort? Eigentlich steht geschrieben im Buch, Buch Divrei Hayamim in Shomron. Sagt uns der Tanach, der Maseret Sanhedrin, Seite 102, dass eigentlich, nachdem er schon verletzt weggelaufen wurde, also ist, nachdem er verletzt schon, hat Verletzung bekommen, Achaziau, der Sohn von Jehoram, der Sohn von Josaphat, König von Juda, er ist gegangen nach Shomron, um Götzen zu dienen. Und dort, wo er schon verletzt ist, er hat genommen, er sagt, ich mache jetzt eine starke Sache gegen Hashem. Prinzip. Warum? Das Götzen soll mich jetzt retten. Überall in der Tora, wo es geschrieben steht, Hashem, Bereshit bara Elohim oder Hashem, rausgeholt und Avodah Zarah dort geschrieben. Aber du bist schon kurz vor dem Sterben, man will dich töten. Die Avodah Zarah wird mich retten. Deswegen ist er gestorben in Shomron, nicht in Shomron wirklich, sondern wegen die Tat in Shomron. Er ist auch gestorben natürlich. Aber er ist auch der Nachkomme von David Amelich. Deswegen in Jerusalem hat man ihn begraben, in Ir David, aber nicht natürlich nicht neben seinen Vorfahren. Und wie schnat 11. Jahr von Joram ben Achav, am 11. Jahr von Joram ben Achav, malach Achazia al Yehuda. Ja, das ist schon Rachmat Kolen, ja, Achazia, was verstorben ist. Und jetzt, somit beendet dieses Kapitel. Weil ja, wo Jehu Israela, Jehu ohne Könige. Aus. Es gibt keine Könige von Israel, Könige von Jehuda. Er ist der einzige König. Es geht jetzt nach Israel. Was gibt es in Israel? Ai, ai, die Frau, ja, die Isabel, die Mutter von Joram. Wie Isabel Shamea, sie hat gehört, wie Jehu getötet hat ihr Sohn. Vatasem Bapuchener, anstatt zu weinen oder ich weiß nicht was. Sie hat genommen Schminke und ihre Augen geschminkt, Make-up und all die Sachen gemacht. Vatrete vetrosha, sie hat auch ihre Kopf, auch, also Haare auch schön gemacht. Vatashkef beadachalon. Und sie schaut von Turm und sie schaut nach unten. Vejehu babashar, plötzlich sieht man, sie sieht jetzt Jehu. Vatomer hashalom, du, willst du mit mir heiraten? Willst du mit mir heiraten? Er hat deinen Sohn umgebracht. Er hat dem anderen König auch umgebracht. Mit dir soll er heiraten? Aber warum, sagt sie? Zimri, Oregadonav, du, es ist etwas Natürliches, was du gemacht hast. Ich verstehe, dass du meinen Sohn getötet hast. Warum? Ja, du willst hier herrschen, deswegen hast du ihn umgebracht. Aber mich, wozu musst du mich umbringen? Ich bin auch eine Königin. Ich werde jetzt nichts etwas gegen dich machen. Genauso wie Zimri, sein Herr, Ela ben Baasha getötet hat, genau dasselbe hast du auch meinem Sohn gemacht. Aber ich bin nicht wütend auf dich. Aber... Er sagte dorthin, er sieht die anderen Dienern. Wer ist mit mir, Leute, von euch, wer ist jetzt mit mir? Auf meiner Seite. Zwei, drei Diener haben ihm geschaut, Augenkontakt, okay, wir sind mit dir, oben.
Vayomer Shimtua. Er hat gesehen, Augenkontakt, okay, sie sind mit mir. Schmeiß sie weg vom Fenster. Vayishmetua. Es geht weg, ja, und sie ist runtergefallen, die Isabel, puff, runtergefallen, gestorben. Aber Vayizmitamailakir, man hat auf dem Stein, auf der Mauer, hat man gesehen, ihr Fleck, Blutflecken. Velasosim Vayimesena. Und ihre Leiche, vielleicht hat sie noch immer überlebt, ja, mit starken Verletzungen. Und sie ist jetzt in so kurz vor Sterben, beziehungsweise ist schon gestorben. Und er mit seinem Pferd, er hat sie noch fertig gemacht und noch ihre Leiche noch zerstört. Vayavo, vayochal, vayesht, okay, er geht jetzt, er sagt, ich habe keine Könige mehr, ich bin der einzige König, Kaif. Er ist jetzt gegangen nach dem König, dem Palast von dem König. Er isst und trinkt. Kaif. Vayomer, pigdunai taru razot vikivua. Leute, Kivat Melechi, sie ist trotzdem die Tochter von einem König. Atalia, ja, Entschuldigung, Isabel Bat. Isabel Bat. Batet Baal. Ja, Batet Baal, der König von Sidonim. Und sie ist trotzdem eine Tochter von einem König. Man muss sie schon mit Respekt behandeln. Begräbt sie. Warum sagst du, sie ist die Tochter von einem König? Sie war auch die Frau von einem König, Achav. Eine Erklärung sagt, sie hat keine Giur gemacht. Sie ist keine Jüdin. Und deswegen, ohne Giur, Goy mit Judia oder Judia mit Goy, das ist keine Heiraten. Ja? Das ist laut einer Erklärung. Beziehungsweise noch eine Erklärung, wie es ist, der Radak sagt uns, weil sie so viele Katastrophen gemacht zu ihrem Ehemann, also wegen ihr ist alles passiert. Weil sie hat gemacht, dass Achav plötzlich Götzen dient. Sie hat gemacht, dass ihr Sohn Götzen dient. Deswegen, sie ist nicht würdig, um zu benennen, die Frau von dem König. Weil wegen ihr ist ihr Ehemann gestorben und ihr Haus. Weil Lechule Kovra, okay, man ist gegangen jetzt, um sie zu begraben. Velomatzeuba, aber man hat ihre Leiche plötzlich nicht gefunden. Kima gulgolet veraglein vekapota yadayim. Den Kopf hat man nur gefunden, vollständig. Hände, also kapota yadayim, und Füße. Restliche Körper nicht mehr. Warum? Weil die Hunde, sie haben sie gefressen. Genau dasselbe, wie Eliyahu Navi schon gesagt hat in Prophezeiung. Aber warum ist es geblieben, Kopf, Hände und Füße? Der Midrash sagt uns etwas Starkes, Pirkei der Rabbi Eliezer. Weil sie hatte eine gute Eigenschaft gehabt. Eine gute Eigenschaft hat sie gehabt. Wo? Wenn sie gesehen hat, ein junges Mädchen, was heiratet, Kala, sie hat getanzt vor ihr. Wie getanzt? Hände benutzt. Füße benutzt und ihr Kopf so ein bisschen so, nein, ja. Und deswegen, du hast für Mitzwa ausgenutzt, diese Körperteile, deswegen, das ist übrig geblieben. Aber der restliche Körper, wo das Sarah, im Machschimach, Veshem Zirech, alles ist schon vorbei. Okay? Vayashu, vayagidu lo, vayomer, devar Adonaiu, asher diber be'ad avdo Eliyahu ad ishbi lemor. Man hat ihm gesagt, ja, nur das ist übrig geblieben und die Hunde haben sie gefressen. Jetzt verstehe ich, sagt der Jehu ben Nimshi. Jetzt verstehe ich, das ist, was der Eliyahu Navi gesagt hat. בחלק ישראל יאכלו הכלבים את בשר איזבל. In Israel, in dem Feld dort, in dem Ort, werden die Hunde sie fressen. והייתה נבלת איזבל כדומן על פני השדה בחלק ישראל. Und der Kadaver von ihr ist so wie Zevel, ja, so זרקו אותו. Geschmissen auf dem Feld in Israel. אשר לא יאמרו זאת איזבל. Und niemand wird es nicht mehr, weil man schmeißt ihr Körper von hin und von da, von hin und von da. Denn Isabel, die Leiche von ihr, kann man nicht mehr erkennen, das ist Isabel. Du siehst mich nicht mehr, den Isabel. Das ist aber die Strafe, was sie bekommen hat. Das war der 9. Kapitel. Bezad Hashem, nächste Kapitel, wenn wir lernen über das Haus allgemein von Achav. Achav hatte 70 Kinder gehabt. Alle wurden bestraft. Nächste Kapitel, Bezad Hashem, sehen wir das. Baruch Adonai Leolam. Amen, ve amen.